Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. So, ich bastel gerade hier noch ein kleines Stückchen weiter. Wir haben ja hier relativ viel vor mit unserem kleinen, mit unserer kleinen Mini-Umgestaltung. Mehr Wohnungen heißt mehr Bedarf bei den entsprechenden Industrie. Apropos, wir müssen hier noch ein bisschen was tun. Ich habe doch mir hier ein genau Universitätsklinikum habe ich mir organisiert. Das will ich mal sehen. Das hat nämlich hier auch so einen Übergang. Das ist ja mega. Oh, aber jetzt haben wir natürlich einen Fehler gemacht. Jetzt ist ja unser Anschluss ein bisschen kaputt gegangen. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. So, machen wir dann mal so rum. Können wir auch in die andere Richtung machen. Schaut bestimmt auch geil aus. Weißt du, wenn du von hier rausgehst, ich meine, da baut sich ja eh nichts an, sind wir mal ehrlich. So, machen wir das so rum. So, bauen wir das ein bisschen ein, das Ding. Achso, hier ist schon. So, unser Universitätsklinikum. Feuerwehr. So, bauen wir hier nochmal ein bisschen. Ich weiß, es kostet alles. Bildung haben wir. Universitätsbildung haben wir auch. Sollten wir eigentlich alles haben. Ah, ja, genau. Möglichkeiten einer Beerdigung. Dann saunieren geht hier auch. Okay, das reicht mir erstmal. Ich finde das Ding, das neue Klinikum hier so geil. Schaut mega aus. Ah, hier wird gerade Aufguss gemacht. Hier gibt es gerade einen Aufguss. Ah, herrlich. Sauna! Und ich glaube, der Bereich hier in der Stadt könnte richtig gut anwachsen. Also ich glaube, das könnte richtig gut funktionieren, wenn man sich das mal anguckt. Wenn man das mal so anguckt, schaut das noch viel cooler aus. Der Trainer auf dem Rasen und sagt, hey! Arbeitsort Krankenhaus. Okay, na, ich glaube eher, der sucht da nach neuen Kunden. Der Kundenakquise. So, okay. Also hier ist ganz schön viel Verkehr. Das ist okay. Oh, hier ist die neue. Das ist die neue. Pass auf, die habe ich auch als Mod reingefügt. Nein, nein! Das ist ein Straßentramwahl. Warte mal kurz, ich halte mal kurz an. Ich möchte ihn nämlich in Fahrt mal ganz kurz fotografieren. Genau, das ist unser neues Spielzeug hier. Und das muss man mal kurz gesehen haben. 410 Passagiere gehen in das Ding rein. Das ist ein Doppeldecker, eine Doppeldecker-Tram. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Aber wenn es das gibt, ist das mega, ne? Da fährt auch eine. Im Augenblick wenig Kundschaft, aber das wird bis. Das wird. Ich bin mir da fast sicher. Auf jeden Fall wächst hier gerade insgesamt alles ein bisschen und das finde ich schick. Vielleicht können wir diesen Bereich hier einfach insgesamt neu beleben damit. Indem wir die Stadt hier einfach um die Autobahn rum ein bisschen erweitern. Der ganze Plan sieht vor, dass das hier im Prinzip bis hier runter geht und eventuell hier rüber nochmal mit einer Brücke geht bis ins Frühlingsviertel. Das habe ich mir allerdings noch nicht überlegt, wie ich das haben möchte, weil ich glaube, das ist auch entsprechend super schwierig, das so umzusetzen, dass es nicht blöder aussieht. Wir könnten das mal mit einer zweispurigen Straße, könnten wir das mal probieren. Mal gucken, wie kommen wir hier raus. Ohne, dass wir hier irgendwo dagegen dotzen.
Weil hier kommen wir dagegen. Jetzt pass auf. So, und jetzt machen wir hier einen Bogen rein. Zu weiter Bogen. So rum. Okay, und dann machen wir hier ein Upgrade. Und lassen hier unsere neue Tramlinie fahren. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir machen hier jetzt die neue Tramlinie drauf. Und die wird hier wird die anschließen. Dann können wir nämlich hier schön mit der Tram drauf gehen. Und zwar von hier. Quatsch. Obwohl, können wir machen. Können wir probieren. Die können wir halt auch schick anschließen. Dann lassen wir sie einmal im Kreis fahren. Nicht jeden Anschluss nehmen wir mit, aber halt so ein paar. Dann geht sie wieder zurück. Bleibt hier stehen. Bleibt hier stehen und fährt dann hier rein und schließt an. Apropos, wir brauchen hier noch... wir brauchen hier noch Antennen, glaube ich. Haben wir hier Funkabdeckung? Da! Na ja gut, mehr Krankenwagen sind immer gut. Also, wir brauchen erstmal hier nochmal Versicherung. Warum schließt denn das mal? Moment. Achso, das macht er schon. Das schaut nur doof aus. Huh, kurz Angst gekriegt. Also, Evakuierungsbusse. Die fahren hier hin. Der Rest hat gerade ein bisschen Pech gehabt. Holen wir jetzt hier mit rein und dann bleiben wir hier noch stehen. Okay. So, jetzt gucken wir mal, ist diese Straße in Benutzung? Hier fährt auf jeden Fall ein Mülllaster. Hier wird eine Tram. Schön, schön, schön. Jetzt gucken wir mal, wie schaut es hier aus? Hier geht die Tram unterirdisch weiter. Hier geht sie hier rüber. Und hier geht sie direkt unter den Gebäuden hier in den Berg rein und kommt dann quasi hier erst wieder raus und geht hier auf die Hauptlinie drauf. Ich bin mega gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber gucken wir mal, diese Stadt hier, dieser Stadtteil hier, der wächst auch richtig hübsch. Ich könnte mir das schön vorstellen. Aber hier scheint das Leben echt ein Stück weit zu pulsieren. Die Regale leeren sich. Sorgen Sie dafür, dass es genug Industriebetriebe gibt, welche Waren produzieren. Das könnten wir natürlich jetzt auch machen. Und zwar, dass wir jetzt hergehen und sagen, okay,
Wir sollen Industriebetriebe ansiedeln. Das machen wir auch. Das schließen wir an unser Tramnetz an. Das war jetzt eigentlich anders gedacht, aber gut. Und dann bauen wir hier einen Bogen rein. Und schließen das so an. Okay. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt hier quasi mit einzelnen Straßenabschnitten raus. So zum Beispiel. Damit die Leute aber auch zur Arbeit finden können, bauen wir die hier quasi an. Und der Bereich hier hinten, der wird jetzt unser Industriepark. Und das wird nämlich folgendermaßen aussehen. Das heißt, wir werden hier jetzt eine Autobahnauffahrt bauen. Eine Autobahnabfahrt. Damit hier ein Anschluss entsteht. Okay, so. Jetzt kommt hier pure Industrie her. Und das werden wir jetzt soweit machen. Das wird hier neuer Distrikt werden. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das am blödsten hintereichseln. Halbmondhöhen. Okay. Also. Besteuerung, Stadtplanung. Industrieflächen, Hightech-Häuser. Okay, das lassen wir alles soweit. Nein. Kostenloser Nahverkehr ist hier möglich. So, okay. Und jetzt lassen wir hier nochmal Haltestellen einbauen. Okay. Und damit geht das Ding nämlich hier an diesem Verteilbereich ran und fährt hier quasi rum und macht hier quasi sozusagen einfach nur den Anschluss zu. Damit steht die Linie und damit wird das hier interessant. Jetzt machen wir das aber noch interessanter für eben die Betriebe, die sich hier wohl ansiedeln werden. Das heißt, hier gibt es Parkhäuser, damit die Leute, die auch tatsächlich zur Arbeit fahren, auch, wenn möglich, vielleicht hier ein bisschen was kriegen. Ich finde, es gibt irgendwie nichts Schlimmeres, wenn du im Auto unterwegs bist und weißt nicht, wo du das Ding abstellen sollst, weil halt wie denn so oft auch einfach halt einfach kein Parkplatz da ist. Ich finde das so grauslich manchmal, wenn du dann unterwegs bist und willst einfach nur parken und kannst aber nicht, weil es einfach schlicht nichts gibt. Das ist, ich weiß nicht, ich finde das total schwierig. So, Strom kommt hier auch her. Und zwar, diese Industrie wird extrem viel Strom brauchen. So, jetzt kommt der Saft hierher. Und wir legen aber auch trotzdem noch einen zweiten Anschluss her. Nur für den Fall, dass hier irgendwann mal was schief geht. Damit wir hier einfach auch Möglichkeiten für die Industrie haben, was zu liefern. Und damit sollte dieser Bereich hier durch diesen Industriepark angeschlossen werden. Aber
Jetzt kommt das große nächste Aber. Und zwar, wir brauchen hier natürlich auch noch einen Strom-, Wasser- und so weiter Anschluss. Das, finde ich, ist extrem wichtig und wäre auch ganz nett, wenn man nicht gerade im 16. Jahrhundert hier umoxidiert, ist das auch vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So. Okay. Auch hier Beipässe legen. Nur für den Fall, meine Lieben, nur für den Fall, dass mal wieder irgendein Erdbeben kommt und uns die einzige Leitung zu einem ganzen Gebiet hier abtrennt. Wäre blöd, kostet nur Geld und bringt uns de facto nichts. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Viele haben auch gesagt, ja, es ist schwierig, was du da eigentlich gemacht hast, denn du hast sehr, sehr viel an... Also die Wasserverfügbarkeit wird auch nicht weniger, ne? Du hast sehr, sehr viel hier hinten einfach durch diesen Staudamm an Geld investiert. Im Übrigen fährt da gerade kein einziges Auto. Habt ihr das gemacht? Was ist denn da los? Ach, die nutzen alle diesen Gang hier. Das ist schwierig, weil da müsste man nämlich auf jeden Fall... Also erstmal müssen wir hier nochmal aufbauen. Weil sonst schaut das doof aus. So, jetzt kommt der zweite Teil dieser Änderungsaktion, und zwar hier kommen große Straßen her, um den Verkehr auch in die Stadt reinzubekommen. Und das wird nämlich jetzt hier schon wieder nicht gehen, weil das hier im Weg ist. Gefälle ist zu steil, ja, das befürchte ich. So, und dann kommt der Teil hier noch, wird auch noch erneuert. Da haben wir natürlich jetzt auch wieder einen Skatepark, der im Weg ist. Und hier ist unten auch noch was im Weg, und zwar die Müllgeschichte. Das ist schwierig, weil für die haben wir eh schon keinen adäquaten Platz gefunden gehabt. Hier kriegen wir sie, glaube ich, auch nirgendwo anständig rein. Ich will sie eigentlich nur mal kurz umsetzen. Machen wir es mal hierher. So. Okay, jetzt müssen wir das auch mal ein bisschen einplanen, dass das wieder ein bisschen hübscher aussieht, unterm Strich. Das ist natürlich jetzt immer super blöd, wenn du mal so eine Aktualisierung hast. Da wünschte ich mir, sonst macht er auch alles automatisch, weißt du? Da wünschte ich mir manchmal, dass er das einfach auch mit automatisch umändert. Diese einzelnen Flächen und halt einfach das, was es vorher war, auf das Neue adaptiert zumindest. Da musste minimale Veränderungen setzen, aber ich glaube, das ist halt einfach vom Algorithmus wahrscheinlich jetzt super schwierig umzusetzen. Vor allem, wenn du so Mischflächen hast, wie wir hier. Gucken wir mal, ob wir alle Teile hier erwischt haben. Dann könnten wir hier zum Beispiel noch Büroflächen einbauen. Und hier machen wir einfach noch mehr Gewerbe her. So. Und hier auch. Okay. Hier haben wir jetzt nochmal eine Zeile, die braucht hier nicht her. Da, Quatsch. Machen wir das so. Okay. Schaut eigentlich... objektiv gesehen schwierig aus, aber ich glaube, mit diesem Teilbereich können wir hier diese ganze Region ein bisschen wieder auf Vordermann bringen.
Und ich finde doch, das sollte unser Ansatz sein, dass wir hier versuchen, die Hotelketten noch ein bisschen aufzubauen, dass die einfach besser laufen. Ich meine, wir haben ja hier schon relativ viel gemacht. Jetzt muss es nur noch so hinhauen, dass wir auch entsprechend hier schön in die Stadt kommen. Die Nacht bricht an, die Lampen gehen an in unserer Stadt. Ich freue mich. Ich finde das super. Okay. Freunde, wir sehen und hören uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Und während die Nacht jetzt hier über unsere Stadt reinbricht, glaube ich, ist es doch einfach wunderbar, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg, auf ZeigTube, ciao.